So, Jungs, ich finde es ja ganz interessant, wie die Maße hier angegeben werden. Ich zeige hier nochmal das Maß und halte das ganz für Betrug. 40 mal 40 Zentimeter, könnt ihr das lesen? Ja, ein bisschen zittrig die Hand. Halten wir mal so. Und da geht es um diese Mikrofasertücher. Die hätte ich da mal hingelegt, mir ist es runtergefallen. Also, ich habe 12 Stück gekauft. Und ich finde es, wie gesagt, ganz lustig, dass die Maße überhaupt nicht stimmen. Hier habe ich einen ganz normalen, handelsüblichen kleinen Zollstock. Der geht allerdings nur einen Meter, aber ist vollständig. Dass ihr auch seht, dass die Zahlen alle wirklich der Reihenfolge nach kommen und ich da nichts irgendwie abgeschnitten habe, ist es hier. Und wenn ich jetzt mal hier ranlege, komme ich auf 38,5 mal 38. Nehmen wir das Tuch runter. Hier haben wir jetzt mal eine 42, ich staune. Dafür haben wir hier nur eine 36. Das nächste Tuch ist eine 38,5 mal 38,5. Ja, das ziehen wir mal ein bisschen glatt. Dann haben wir hier wieder eine 39 mal 36,5. Und da liege ich schon ein bisschen darüber. So geht das im Prinzip weiter bei all diesen Tüchern. Hier ist mal eine 40. Und hier runter haben wir eine 38. Hier haben wir eine 40 mal 38. Eine 36 mal 40. Eine 36 mal 37,5. Oh, muss man ein bisschen glatt ziehen, wollen ja nicht unfair sein, ne? Hier haben wir sogar eine 41 mal 37. Eine 38,5. Wollen ja nicht unfair sein. Mal 40. Oh ja, eine 39. Mal 38,5. Wenn wir das jetzt hier gucken, ist es nur eine 37. Gut, ziehen wir ein bisschen glatt. Dann kommen wir auf 37,5. Und jetzt kommen wir, gut, auf eine 40. Also die Tücher halte ich, wie soll ich sagen, für einen guten Betrugsversuch. Klar ist mal 1,41, aber sagen wir 90% der Tücher hier von den oder diesen Lappen, diesen Profi-Mikrofasertuch, also ich habe 12 Stück, also die von den 12 sind garantiert 10 untermaßig und das massiv. Und das halte ich doch schon für gewerbsmäßigen Betrug von der Bude. Und wenn ihr dann mal auf die Seite geht im Internet, muss ich so umdrehen, blende ich das mal ein, auf die Internetseite. Das Interessante ist, die geben eine Telefonnummer an, die gibt es gar nicht. Und einen Service kannst du da nicht erwarten. Also, netter Betrugsversuch bei Amazon. Ich schicke den Mist zurück.